das Ladenschild des Kunsthändlers Gersin. Der niederländische Kunsthändler Pieter Boutens verkauft 1746 dem preußischen König Friedrich dem Großen zwei einst zusammengehörende Gemälde. Sie zeigen jeweils die Hälfte einer Geschäftsszene und bezaubern durch die Qualität ihrer eleganten Figuren. Ihre Geschichte beginnt in Paris. Im Jahr 1720 malt der Künstler Antoine Watteau für das Geschäft Au Grand Monarque des Kunsthändlers Gersin ein Werbeschild. Er konstruiert dafür aus unterschiedlichen Zeichnungen die Darstellung eines idealen Geschäfts. Watteau zeigt diesen Ort als Treffpunkt der galanten Gesellschaft. Blickkontakte zwischen den Figuren und ihre Gesten erwecken die Szene zum Leben. An den Wänden des Raums hängen abgewandelte Kompositionen von Gemälden etablierter Künstler. Solche Werke gefallen einer reichen und kultivierten Klientel. Gersin hingegen verkauft neben Gemälden vor allem Drucke, Naturalien und Kunstgewerbe. Watteaus Werbeschild wertet das Geschäft auf, indem es besonders hochwertige Verkaufsobjekte zeigt. Es hängt nur zwei Wochen über dem Eingang des Geschäfts, denn Gersin bietet es kurz darauf zum Verkauf an. Das Bild geht von Hand zu Hand bedeutender Sammler, darunter auch Jean de Julien. Gersin oder einer dieser Sammler verändern die Dimensionen der Leinwand. Ein unbekannter Künstler bemalt die ergänzten Teile und die Zwickel nach existierenden Drucken mit Darstellungen weiterer Gemälde. Die Größe des Bildes erweist sich jedoch für den Verkauf als eher ungeeignet. Kaum ein Kunde besitzt den Platz für ein Bild dieser Dimension. Und steht die Größe des Motivs eigentlich im Verhältnis zur Bedeutung des Inhaltes? Eine entscheidende Schlacht oder eine mythologische Darstellung wären angemessener gewesen. Da in der Mitte des Ladenschildes keine Personen abgebildet sind, wird das Bild in zwei ungefähr gleich große Hälften geteilt. Aus persönlicher Vorliebe für die Malerei Watteaus erwirbt Friedrich der Große die beiden Gemälde. Er beauftragt die Herstellung von kostbaren Rahmen, die den anderen Gemälden seines Konzertzimmers im Schloss Charlottenburg entsprechen. Ein hohes Ansehen erlangen die Gemälde im 19. Jahrhundert, als sie in den Repräsentationsräumen der kaiserlichen Familie im Berliner Schloss hängen. Watteaus Popularität befindet sich zu dieser Zeit auf einem Höhepunkt. Mit der Umwandlung der Schlösser in museale Räume beginnt die bis heute anhaltende kunsthistorische Auseinandersetzung mit dem Ladenschild. Die jetzige Erscheinung des Bildes nähert sich einerseits seiner ursprünglichen Form an und wird andererseits am Ort gezeigt, den Friedrich der Große für die Gemälde vorgesehen hatte.